Und hinten hast du die Schleppgehänge gelagert. Hinten habt ihr die Schleppgehänge für den Winter, gell? Ja. Sind das Doppelmeier oder was hast du da für euch? Ah, wurscht. Ja, gehen wir rein in der Wahl. Ja, Feile. Da sind wir Elite-Spezialisten. Dieseldom ist heute beim Betz, das war beim Jungbetzer. Das ist ein schöner alter Swobel da. Das werden wir uns jetzt geben. Im Winter fahrt er schlecht. Wir fahren jetzt mit dem Jungbetzer Kombisessellift auf ein Swoboda auf die Bergstation. Der Dieseldom fährt mit dem alten Sessellift, mit dem Rucksackel aus den 73er Jahren und hinten fährt der Betz. Von Alpinforum. Ein wunderschöner Kombilift. Ja, ich habe heute einen Tagesausflug nach Tirol gemacht. Grüß Gott beieinander. Da wird er wieder schon halb anludeln, der Walter Lois aus Imst, wenn er das hört und sieht. Das schäbert noch richtig so. Da die Schmatzen auch so. Schöner Swoboda. Im Winter fährt er als Schlepplift. Das heißt, wir werden mit den Ski im Winter auch herfahren. Herrlich. Das ist herrlich. Huch, das Schmatzen.
Ha? Zeit bis jetzt 8 Minuten. Dann haben wir wieder einen Rösselsprung. Wenn man die Kamera Augen riecht, ist ein Wassertropfen, es fängt ein bisschen zum Regnen an. Ein Niederhalter, der so richtig scheppert, wie er scheppern soll. Schau. Urgeil. Und im Winter fährt er noch viel schneller. Wenn er Schlepplift ist, fährt er doppelte Geschwindigkeit. Volles Rohr. Wir fahren jetzt auf die Tulfeinalm. Tulfeinalm. Klungetzer geht es ja auf von Tulfes, das ist bei Hohe, Halle Tirol, auf den Klungetzer, auf die Tulfeinalm. Das ist da hier oben ein Svoboda-Paradies. Grüß Senk. Servus. Grüß Gott, Jay. Hallo. Also ich darf's nur auf die Nordketten. Ich stehst die Nordketten da drüben. Ja. Super. Super. Aha. Okay. Ah, da drüben, gell? Wenn wir uns so Raupenski angezogen hätten, hätten wir Schleppgänge auch fahren können. Da war ich, da gibt es ein Video aus Italien. War ich aber nicht weit gekommen. Ich bin noch nie mit sowas gefahren.
Was sagst du? Ja, genau. Ja. Das ist aber lieb. Der Magen knurrt auch schon. Dann werden wir was jausen. Und dann werden wir wieder runterfahren Richtung Wern. Ein Tagesausflug nach Tirol. Wunderschön. So, das war eine Batterie. Schmatzen. Richtig schön da die Alm herum. Schon die Almgrasmatterl. Das sind so Tage, die einem das Leben schenkt. Einfach so. Das mit dem Sessellift war gar nicht eingeplant. War reiner Zufall. Der schmatzt ganz schön. Ja klar, das Bremsen und Beschleunigen, gell? Die Kräfte gingen da voll am Gummi. Das ist auch so ein Unart, das hat es früher gar nicht gegeben. Immer langsamer schalten wegen jedem Schaß. Ja.
In Obertauern am Grünwaldkopf, wie die neue Doppelmeier-Anlage gekommen ist, hat das angefangen, die Unart. Das hat mich damals schon gestört. Jetzt noch immer nicht da. Jetzt hat sie. Oder sie nicht fahren. Geht sie eh aus. Da oben ist die Station, gell? Innsbruck.
Grüß dich. Lass laufen, brauchst nicht bremsen. Wir sind ja eh alte Liftler. Grüß dich. Ah, der Betz und ich. Ein bisschen weg, ja, pass auf, dass du da nicht am Rad einen Knopf kriegst. Alles klar. Ja, schön. Ja, ja.